Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Sie haben gerade vernommen, dass wir der Tagesordnung nicht zugestimmt haben. Warum haben wir das nicht gemacht? Weil uns das von Vizepräsidentin Göring-Eckardt vor einigen Sitzungen so empfohlen wurde. Seit 5 Jahren herrscht in diesem Haus ein rechtloser Zustand, was die Bundestagsvizepräsidenten angeht. Seit 5 Jahren brechen Sie hier alle mit jahrzehntelangen demokratischen Gepflogenheiten. Seit fünf Jahren verletzen Sie eindeutige Vorschriften der Geschäftsordnung. Und seit nahezu 5 Jahren trotzen Sie nahezu einstimmigen Beschlüssen des Deutschen Bundestages, in denen steht, dass jeder Fraktion ein Vizepräsident zusteht, meine Damen und Herren. Wir haben am Anfang erlebt, dass Sie sich mit unseren Kandidaten wenigstens noch auseinandergesetzt haben. Den einen oder anderen haben Sie kritisiert und aus Ihrer Sicht sachlichen Gründen, die ich natürlich nicht nachvollziehen kann, nicht gewählt, so weit, so gut. Aber was Sie zurzeit machen, was Sie jetzt hier in den Bundestagsvizepräsidentenangelegenheiten machen, was Sie in den Ausschussvorsitzenden machen, das spottet jeder Beschreibung. Sie wehren sich störrisch dagegen, jeden Kandidaten zu wählen, alleine, weil er nur der AfD angehört. Und das ist zutiefst undemokratisch, was hier in diesem Hause abgeht. Wir hatten Ihnen sogar Professor Michael Kaufmann, da sitzt er, vorgeschlagen als Bundestagsvizepräsidenten, einen honorigen Kandidaten, der sogar von Bodo Ramelow in Thüringen als Landtagsvizepräsident mitgewählt worden war. Und Sie haben sich dagegen gewehrt, Professor Kaufmann zu wählen. Was machen wir nun? Wir müssen einen neuen Weg beschreiten, meine Damen und Herren, und orientieren uns da an der glasklaren Vorgabe der Geschäftsordnung dieses Deutschen Bundestages, der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Hören Sie auf zu schreien und rufen Sie Herrn Ramelow an, wenn das nicht gefällt, wie er abgestimmt hat. Der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, die Sie gemacht haben, da steht drin: Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages erhält. Paragraph 1, Absatz 2, Satz 1. Das ist der erste Wahlgang. Da hatten wir Dr. Malte Kaufmann vorgeschlagen. Er hatte nicht die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Und jetzt kommt der entscheidende Satz 2. Den will ich Ihnen noch mal in Erinnerung rufen. Der lautet: Ergibt sich im ersten Wahlgang keine Mehrheit, so können für einen zweiten Wahlgang neue Bewerber vorgeschlagen werden. Und genau an diesem Punkt sind wir. Wir orientieren uns an diesem glasklaren Wortlaut und schlagen Ihnen Folgendes vor: Dr. Malte Kaufmann wird nach wie vor kandidieren. Er hat im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht erzielt. Und gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 der Geschäftsordnung schlagen wir Ihnen nun noch vor, ergänzend Peter Böhringer und Stefan Protschka. Diese drei Kandidaten haben Sie nun nach der glasklaren Auslegung zur Wahl. Jetzt werden Sie sagen, ja, warum können Sie sich nicht auf einen Kandidaten einigen? Doch, das können wir. Alle drei Kandidaten, auch das kann ich Ihnen von hier vorne versichern, genießen das volle Vertrauen der gesamten AfD-Fraktion. Wir machen Ihnen Demokraten, wie wir sind. Wir machen Ihnen Demokraten, wie wir sind, ein demokratisches Angebot aus einem Strauß an Kandidaten unterbreiten wir Ihnen hier, einen wunderbaren Strauß, aus dem Sie nachher wählen können. Also orientieren Sie sich an dem, was Sie selber in die Geschäftsordnung reingeschrieben haben. Gehen Sie mit der einzigen Opposition in diesem Hause, die CSU, CDU, CSU ist ja ein Totalausfall, gehen Sie mit der einzigen Opposition in diesem Hause einfach fair um. Schließen Sie sich nicht aus dem Reigen der Demokratien westlicher Couleur, die tatsächlich auch mit der Opposition fair umgehen. Versuchen Sie, in diesem Hause wieder Fairness einkehren zu lassen. Halten Sie sich an das, was Sie beschlossen haben. Wir reichen Ihnen als Alternative für Deutschland erstens die Hand und schlagen Ihnen drei tolle Kandidaten vor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.